Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 7. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine präzise Berechnung, übereinstimmt das, was die Astronomen auch berechnen. Ich stehe hinter diesem System und ich werde in Zukunft nur mit indischen und mit chinesischen Astrologie arbeiten. Hier in diesem Bild erscheint die vier Grundelemente. Feuerelement ist aktiv, das ist die Begeisterung. Feuer und Flamme zu sein von etwas setzt alles in Bewegung. Erdeelement ist eher passiv, abwartend, ruhend. Erdeelement gibt uns die Sicherheit, Stabilität, hat mit Bodenständigkeit, mit Realität was zu tun. Die Luftelement ist auch aktiv und schenkt uns die Leichtigkeit, hat mit Kommunikation auch etwas zu tun, weil die Worte werden durch Luft weiter vermittelt. Wasserelement hat mit unserem Unbewussten etwas zu tun. Es ist auch eher nach innen kehrende Energieform und hat mit unserem Träumen, mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Zum Feuerelement gehört die Tierkreiszeichen Widder. Das ist beweglich, setzt etwas in Bewegung. Es ist anders beschrieben als in westlichen Astrologie. Dann kommt das stabile Löwe, das Fix, und kommt die Dualität von die Schütze. Kennt beide Seiten. Auch die Bewegung, auch die Stabilität. Ich betone noch einmal, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Habe ich in westlichen anderes gelernt. Also nicht wundern, dass hier auch einen Unterschied gibt. Erdeelement führt die Tierkreiszeichen Steinbock, setzt etwas in Bewegung. Dann die fixe Stier und die Dualität, die Waage. Bei Luftelement ist das Bewegliche die Waage, das stabile Fixe ist Wassermann und die Dualität zeigt die Zwillinge. Genauso ist im Wasserelement Krebs, Skorpion und Fische. Sonne befindet sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Hier kommt diese Dualität, was die Monat auch ausmacht, die Sonnezeit, die Monatsthemen. Bei Schütze ist Bewegung, Reisen, eine optimistische Haltung, bedeutet auch Erkenntnisse gewinnen, also auch die inneren Reise. Und etwas in Bewegung setzen. Hier die beiden Pole, die Bewegung und die Ruhe, diese etwas zu bewahren, zeigt sich beide Elementen hier bei Schütze. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock, hat mit unseren Gefühlen etwas zu tun und setzt etwas in Bewegung. Und bei Steinbock-Energie heißt es, unsere Ziele zu erreichen, konzentriert sein und da in diese Richtung etwas in Tat umsetzen, etwas in Bewegung setzen. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Das ist die Kraft und Mars bedeutet die männliche Energie, also männlichen Personen. Sie haben jetzt zurzeit sehr viele Themen, was ihren Gefühlen etwas zu tun hat, hier im Wasserelement.
und bei Fischen Energie kommt beides in Vorschein, über Gefühlen zum Sprechen, aktiv zu sein, das Zeigen, aber auch das Festhalten. Bei Gefühlsebenen kann auch Angst oder Zweifel bedeuten und das wird besonders bei den männlichen Personen. Merkur ist im Schütze. Merkur ist Handlungen, Gesprächen, Kommunikation. Merkur steht in Verbindung zum Mars. Es ist eine Spannung. Das kann bedeuten, dass viele Männer eine schlechte Nachricht bekommen oder sie wissen nicht, wie über Gefühlen zurzeit sprechen. Und das bedeutet für die Damen nicht so viele Nachfragen. Es ist Spannung und das löst gerade Missverständnisse aus. Das kann zum Streit führen oder dazu führen, dass die Männer gerade zurückziehen. Es ist sehr schwierig, über Leidenschaft, über Aktivität, über Gefühle zu sprechen, weil die Kommunikation und diese männliche Energie steht in dieser Spannung. Natürlich kann das auch bedeuten, dass Mars die Kraft zeigt, eine gewisse Aggression, dass wir heute das erleben, dass jemand aggressiv kommt und wir müssen reagieren. Und es ist wichtig, diplomatisch zu sein oder aus dem Weg zu gehen. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter schenkt uns eine gewisse optimistische Haltung, Chancen, Möglichkeiten im Leben. Und die Skorpion ist eine feste Qualität, zeigt eine feste Qualität, etwas befestigen. Und hier das, was unseren Gefühlen sagt, hier im Gefühlsebenen, oder die Gefühle befestigen wie Vertrauen, Dankbarkeit. Das ist gerade eine weise Entscheidung. Natürlich hat Jupiter auch mit Gerechtigkeit was zu tun und öffnet den Augen auf die Ungerechtigkeit, was viele Menschen auch fühlen. Hier sind wir in Gefühlsebene und da wird etwas geklärt, befestigt. Venus ist in Tierkreiszeichen Skorpion und das sind die Damen und die Damen brauchen die Festigkeit, die Bedürfnis nach einer festen Partnerschaft oder etwas befestigen auf die Gefühlsebenen. Venus befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Anuradha und wird von Akrab bestrahlt und Akrab gilt als dritte Auge. Natürlich handelt es sich dann um spirituelle Themen, was die Damen gerade in dieser Energie sind, öffnen diese hellsichtigen Fähigkeiten. Aber bedeutet auch im Vertrauen bleiben, was die Liebepartnerschaft betrifft, weil das ist ein Glücksmondhaus, Anuradha. Man beschreibt auf Elefanten reiten und das heißt Glück haben. Ein bisschen Geduld, bis die Männer bereit sind, über Gefühle kommunizieren. Heute ist nicht der richtige Augenblick dafür. Saturn ist im Schütze, belehrt uns, etwas in Bewegung setzen, wenn uns das begeistert. Und was wichtig ist, das Befestigen. Wir brauchen beide Seiten und das zeigt Saturn diese Lernaufgabe. Venus erreicht heute die höchsten, die größten Glanz. Und das bedeutet für die Damen tolle Ausstrahlung, sie sind gerade wahrgenommen. Uranus ist im Stillstand und wird direktläufig, ändert sich die Richtung. Für einen Moment bleibt im Stillstand im Tierkreiszeichen wieder. Das zeige ich sofort. Aber jetzt mal bei dieser Verteilung
ändert etwas, weil das sind die persönlichen Planeten, was unserem Alltag, unserem persönlichen Leben einen größeren Einfluss haben. Und es ist wichtig, die Elementenverteilung zu betrachten. Die Feuerelement ist betont und die Wasserelement ist betont. Und das heißt Leidenschaft, Herzenswärme, Aktivität und hier die Gefühle. Das ist betont. Mond hat einen sehr großen Einfluss auf den Alltag. Und Mond zeigt, wie wichtig das ist, Sicherheit, Stabilität und die Ideen umsetzen im Tat. Was fehlt als Ausgleich, das ist die Leichtigkeit. Humor, Leichtigkeit, Ideen, das hilft, die inneren Gleichgewicht zu finden, wenn wir diese Leichtigkeit verspüren. Und jetzt kommen die äußeren Planeten wie Uranus, ist im Stillstand, im Widder. Uranus bringt unerwartete Ereignisse, Umbrüche und Veränderungen. Momentan ist wie stillgelegt, aber dreht sich in andere Richtung und es wird ab morgen schon spürbar, es geht alles voran. Besonders bei den Wiedergeborenen hat ein guter Einfluss auf die Löwe, auf Schütze, hat ein guter Einfluss auf Wassermann, Zwillinge und spiegelt etwas für die Wagengeborenen. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Das hat mit unserem Träumen, mit unseren Visionen was zu tun, mit Wassermann-Energie, natürlich dann die großartigen Ideen. Und Pluto befindet sich im Schütze nach dieser indischen Berechnung. Das ist die innere Kraft. Heute beginnt ein neuer Paksha nach dieser Neumondposition von gestern. Und das bedeutet, dieser neue Paksha, Neubeginn, etwas Neues starten, etwas verwirklichen. Mond befindet sich in einem Mondhaus hier im Steinbock. Die Mondhaus heißt Uttarashada und vermittelt etwas höheren Wünsche, günstig zum Unternehmungen und günstig für klares Denken. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.